Einen wunderschönen guten Tag und damit recht herzlich willkommen im Train Simulator auf der Strecke Koblenz-Trier. Wir befinden uns heute im Streckenabschnitt zwischen Buley, dem schönen Umweltbahnhof, und dem Bahnhof Traben-Trarbach, der sogenannten Moselweinbahn. Wir haben zuerst einmal die Ehre, die Türen der Baureihe 650 zu öffnen. Wir sind nämlich heute unterwegs mit dem DB-Zugbus von DB Regio, wie das schon unschwer zu erkennen ist. Und das Ganze heute auch noch als Ersatzzug, sprich wir fahren einen nicht planmäßigen Zug. Ja, das Triebfahrzeug, Stadler RS1, in dem Fall eine ältere Version des Triebwagens. Wir schalten uns zuerst einmal auch die Scheibenwischer ein, damit hier endlich mal die Regentropfen von der Frontscheibe runterkommen. Und dann geht es weiter mit der PZB, welche wir uns hinzuschalten mit der Tastenkombination Steuerung und Numpad Enter. Das ist die Enter-Taste ganz auf der rechten Seite der Tastatur. Also nicht die Enter-Taste, wie man sie mit dem nach links gehenden Pfeil kennt. Es ist die auf der rechten Seite. So, die Instrumentenbeleuchtung wird ebenfalls eingeschaltet. Die müsste sich irgendwo hier nochmal als Knopf verborgen haben, oder sind es tatsächlich nur... Ne, dann ist es hier unten irgendwo noch ein Schalter. Instrumentenbeleuchtung, wo haben wir sie? Beleuchtung innen ist eingeschaltet. Oh, hier drüben kommt wahrscheinlich gerade ein Kohlebomber oder ein Erzbomber rein. Doppeltraktion Baureihe 189, hinten dran Fallenswagen. So, Zugspitzensignal leuchten. Beleuchtung innen ist auch eingeschaltet. Führerraumbeleuchtung ist auch ist jetzt eingeschaltet. Und jetzt haben wir die Instrumentenbeleuchtung. Genau. Die wird hier drüben eingeschaltet. Ja, PZB ist aktiv. Die SIFA bleibt bei mir heute aus. Die Türen sind noch geöffnet. Und wir haben noch ein paar Minuten bis zur Abfahrt hier in Buley. Derweil können wir uns den schönen Bahnhof anschauen. Ebenso wie den Regionalexpress nach Koblenz. Hinten dran Baureihe 143. Der kleine Hochleistungscontainer. Der große wäre ja die Baureihe 250 bei der Deutschen Reichsbahn, respektive heute Baureihe 155. Und hier vorne dran nochmal die 189er Doppeltraktion. Ja, das sind immer meine Lieblingslokomotiven. Und naja, was soll ich sagen, in Doppeltraktion für mich persönlich einfach nicht zu toppen. So, hier im Führerstand können wir schon mal die Türen schließen. Wobei, nee, wir haben noch ein paar Minütchen. Sind hier eigentlich auch auf geschlossen vorgewählt, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Ja, den Zugfunk können wir hier leider nicht bedienen. Zugzielanzeige in dem Fall hier unten auch nicht, das wird dann über die Tastatur gesteuert. Draußen piepsen aber schon die Türen, die sind zu. Wir schauen nochmal ganz kurz nach mit den Spiegeln, wobei, ja, die sind leider im Train Simulator nicht funktionsfähig. Da können wir sie auch in der Nullposition lassen, sprich am Fahrzeug dran. Dann würde ich mal sagen, fahren wir ab. Fahrtrichtung sollen wir natürlich reinlegen. Oh ja. Los geht es. Leistungshebel kann ruhig bis ganz nach vorne gedrückt werden. Der RS1 hat in dem Fall jetzt hier nicht so viel Kraft, dass man sagen kann, die Achsen drehen durch. Willkommen an Bord diesen Regionalverkehrszug nach Traben-Trarbach. Planmäßige Ankunftszeit in Traben-Trarbach ist 20.45 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ja, und das Bestätigen an der Stelle wäre jetzt eigentlich auch noch nicht so ganz zulässig. Wir hätten theoretisch noch warten müssen, bis wir den Weichenbereich verlassen haben. Aber da das jetzt in dem Fall hier sowieso kein Problem darstellt, können wir ruhig beschleunigen. So, hier vorne kommt dann gleich die 90er Tafel. Aktuell sind es noch 80, die gefahren werden dürfen. Und jetzt sind es 90.
Ja, für uns ging es gerade über die Mosel, den wohl größten Fluss auf dieser Strecke, rein in den Tunnel und dann auf der anderen Seite wieder raus. Dort befindet sich dann die Mosel ebenfalls wieder auf der linken Seite. Des Weiteren werden wir dort gleich noch den Abzweig vor unserer Nase sehen und ein Vorsignal, was Halt ankündigt. PZB wachsam. Die Bremskurve einhalten, zuerst einmal unter 85 runterbremsen und dann gleich beim 500 Hertz Gleismagneten müssen wir von 65 auch eben in Richtung 40 runter. Also auf 45 wird da die Überwachung laufen. Mit einem Geschwindigkeitsprüfabschnitt rechne ich an der Stelle hier mal nicht. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Da wird ein normaler Gleismagnet hier liegen, genau 500 Hertz und das Lämpchen wird rot. Genau, und dann rasten wir hier eine Stellung nach der anderen ein. So, 5 Klacken sollten reichen. Ja, ein bisschen heftig angehalten, aber das geht schon. So, dann warten wir jetzt mal gespannt auf die Einfahrt, die uns in Richtung Traben-Trarbach führen soll. Beziehungsweise darauf, dass der Fahrdienstleiter oder die Fahrdienstleiterin den Fahrweg für uns stellt. Aber da wird sicherlich noch ein Gegenzug kommen, wenn nicht sogar direkt von der Moselweinbahn. Das könnte ich mir gut vorstellen. Der Richtungsanzeiger wird dann wahrscheinlich auch ein T anzeigen für Traben-Trarbach. Wenn es für uns geradeaus über die Hauptstrecke weiterginge, wäre, glaube ich, ein W oben drinne für Wittlich. Ja, es müsste ein W sein. Ja, das heißt für uns erstmal stehen, ausruhen, kurze Pause machen. Natürlich weiterhin gespannt sein. Und da vorne kommt schon ein Triebwagen. Es ist die Baureihe 628 respektive 928. Und ja, sie kommt von der Moselweinbahn. Die hat uns gerade den Streckenabschnitt noch blockiert. Ich glaube, wir sollten auch den Fahrgästen mal hinten die Beleuchtung einschalten. Innenbeleuchtung, ach okay, die ist auch schon eingeschaltet. Ah, nicht einsteigen. Genau, und wow, das Signal schaltet aber schnell um. Der Fahrdienstleiter ist da ziemlich zügig heute. So, eine Rastung nach der anderen. Die Schienen sind ja heute auch ein bisschen schmierig durch das Unwetter. So, Höchstgeschwindigkeit 25 beachten. Der 500 Hertz Gleismagnet hat die 500er hier noch aktiviert gehabt und dann geht's erst einmal auf 40. So, und wenn wir die haben, nochmal die Leistung zurück, sonst bekommen wir hier nämlich die nächste Zwangse reingedrückt und das wollen wir ja schließlich nicht. Weichenbereich sollte dann davon zu Ende sein. PZB hat sich auch schon von selbst beruhigt. Dann geht es hier runter von der Hauptstrecke. Die würde jetzt hier in der Richtung weiter nach Trier führen. Also hier in den Tunnel rein und dann zuerst nach Wittlich und dann ja Richtung Trier. Und für uns geht es jetzt hier über die Nebenbahn nach Traben-Trarbach. Leistung schön aufschalten. So, dann wird den Fahrplan einhalten. Gestalten wir das möglichst zügig. Ja, jetzt müssen wir natürlich darauf achten, einerseits, ob hier der Haltewunschleuchtmelder angeht. Dann möchte jemand aussteigen bei uns im Zug. Und andererseits natürlich darauf, dass am Bahnsteig ja,
Wenn keiner da steht und die Haltewunschtaste nicht leuchtet, dann können wir durchfahren. Wenn aber das Ganze auch ein Bedarfs-, also wenn das kein Bedarfshalt ist, sondern ein geplanter Halt, dann müssen wir so oder so anhalten. Aber wenn keiner am Bahnsteig steht, das Ganze ein Bedarfshalt ist und auch im Zug niemand gedrückt hat, wobei jetzt hat gerade jemand gedrückt, dann hätten wir dort nicht anhalten müssen. Erster Bahnübergang. So, und hinter der Kurve kommt dann auch der erste Bahnsteig. Nächste Haltestelle. Halt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, ein bisschen härter abbremsen. Aber schön smooth rein dann. Und anhalten. So, wir öffnen auf der linken Seite die Türen. Das ist halt das Schöne, mit dem 650er, also sprich RS1, kann man relativ schnell runterbremsen. Der hat sehr gute Bremseigenschaften, wie ich das schon festgestellt habe. Trittstufen fahren auch mal noch aus. Der Abstand zwischen Bahnsteigkante und Fahrzeug ist relativ groß. Ja, also der bremst wirklich richtig schön runter und im letzten Moment kann man dann auch wirklich nochmal die Bremse an der Stelle hier auslösen und ja, fast auf Null gehen. In dem Sinne können wir sogar schon auf Null gehen. Der Triebwagen löst hier von alleine nicht die Bremse. Erst dann, wenn wir wirklich in Fahrtstellung gehen und mit dem Fahrzeug beschleunigen wollen und auch die Grünschleife wieder geschlossen ist, also sprich alle Türen verriegelt sind, die Trittstufen eingefahren sind und ja, es in der ganzen Türelektronik und Mechanik keine Fehler gibt. Erst dann bewegt sich der Triebwagen wieder. Ja, die Schranken sind jetzt die ganze Zeit geschlossen. So, Türchen gehen zu, Trittstufen fahren ein. Und dann steht auch hier Türen geschlossen. Wir gehen noch eine Rastung nach vorne mit dem Kombinationshebel. Und der Triebwagen beginnt zu rollen. Eine Stellung nach der anderen. Ja gut, im Normalfall hätten wir jetzt hier nochmal Köpfchen zum Fenster rausgestreckt. Aber wir stellen uns bitte an der Stelle mal vor, dass hier die Seitenspiegel aktiv sind. Und wir das alles problemlos einsehen können. Denn bei den Triebfahrzeugführern im RS1 ist es wirklich meistens so, da wird nur mal kurz in den Seitenspiegel dann noch geschaut, ob auch wirklich alle Türen zu sind. Das sieht man dann schon bei den Mehrfachtraktionen meistens gar nicht mehr. Dafür hat man dann aber auch in der Regel ja, einerseits hier unten die Anzeigen und natürlich bei den neueren Versionen des RS1 haben wir hier drüben nochmal einen Display, wo wir sehen, welche Türen am Zug geschlossen sind und welche Trittstufen noch ein- oder ausgefahren sind. Das ist wirklich der Vorteil bei den neuen Fahrzeugen. Aber hier im Simulator, ja, ist es eine aus der alten Generation. So, nächster Halt ist dann Köpenick auf Gleis 2. Ja, man kann es nochmal ganz kurz demonstrieren hier mit den Spiegeln. Jetzt ist er hier eingeklappt, der Spiegel. Und dann gibt es so ein schönes Zischen. Dann klappen die nach außen oder halt ja, nach innen. Und hier gibt es auch die Möglichkeit manuell, wobei das in echt dann eigentlich auch so ist, dass der Taster nach vorne gedrückt werden muss. Also der muss mit dem Finger wirklich eigentlich dagegen gedrückt werden. Und es gibt halt auch die Stellung Automatik. Die können wir jetzt mal einlegen und man hört es schon, oder man hört es nicht, es ist keines dieser Zischen zu hören, weder fürs Einklappen noch fürs Ausklappen. Das liegt daran, dass der Triebwagen dann selbst mitbekommt, wenn der Lokführer zum Beispiel vorwählt, ja, Ausstieg auf der linken Seite, dann klappen die Spiegel auch wirklich nur auf der linken Seite aus in Fahrtrichtung, eben nur auf der Seite, wo sich auch wirklich die Türen öffnen. So, wenn es auf der rechten Seite ist, der Ausstieg, dann geht der Spiegel nur auf der rechten Seite raus. Und so bei, ich glaube, 2,5 km pro Stunde klappen die ein und aus. Das ist so die Umschaltgeschwindigkeit. Je nachdem, wie das auch von Fahrzeug zu Fahrzeug konfiguriert ist. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das kann man nicht auf die ganze Baureihe spezifizieren.
Das ist wirklich von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Ja, man merkt auch nochmal hier beim Tachometer, respektive dem eigentlichen Tempomaten, dass wir hier ein Fahrzeug aus der älteren Generation haben. Die Fahrzeuge der neueren Generation haben beim Tempomaten hier nochmal so eine, ja, so eine Art Anzeiger, wie man das schon von der LZB kennt. Also so ein Tacho-Außenläufer, der uns anzeigt, auf welche Geschwindigkeit beschleunigt wird. Wobei hier auch darauf geachtet werden muss, wenn ich jetzt zum Beispiel den Tempomaten hier reinmache, dann ist das zwar schön und gut und der Triebwagen beschleunigt auch immer schön auf die 60 km pro Stunde. Aber wenn es bergab geht, wie in unserem Fall jetzt hier, wobei, ja, es geht eigentlich gerade mehr oder weniger in der Waagerechten. Es ist kein Problem für den Tempomaten, aber wenn es halt bergab geht, der Tempomat, der bremst beim RS1 nicht. Das ist keine AFB. Und das ist auch nicht zu vergleichen mit einer AFB. Es ist wirklich nur ein Tempomat, der beschleunigt nur. Aber bremsen tut er nicht. Das ist, ja, bei den RS1-Triebzügen meiner Meinung nach immer so ein bisschen, ja, negativ. Auch die Lokführer beklagen sich hin und wieder darüber, dass es halt keine AFB ist, sondern dass es nur der einfache Tempomat ist. Wobei der neue RS1 hat dann wieder die schöne Eigenschaft, dass der Triebwagen selbst mitbekommt, wenn wir über diese Tempomat-Einstellung drüber gehen, dann gibt der ein Piepen aus und zeigt es auch hier auf der rechten Seite in einem Display an, dass wir halt so schnell sind. Der Triebfahrzeugführer weiß dann automatisch, okay, das Piepsen ist weder die PCB noch die SIFA. Wir müssen einfach nur ein bisschen bremsen und dann entfällt das Ganze auch. Oder halt den Tempomaten nach vorne stellen. So, bei Kilometer 6 sind wir jetzt schon. Geht heute relativ zügig voran. So, hier auch schon wieder die nächste Haltepunkttafel. Da wird sicherlich auch gleich noch ein Haltewunsch kommen. Bahnübergang. Oh, wir sind zu langsam. Aber es kommt gleich ein Bahnhof, ja. Nächste Haltestelle. Köfnich. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts, aber am Bahnsteig 2. Das wird komischerweise heute nicht angesagt. Und dann wirklich schön smooth wieder reinbremsen. Richtig klasse. Okay, die Türen gehen auf der rechten Seite auf. Die Trittstufen werden ebenfalls vorgewählt. Der Abstieg, der Abstand, nicht der Abstieg, der Abstand zwischen Bahnsteigkante und Fahrzeug ist wieder groß genug. Die Lokführer haben dann eigentlich auch nochmal in einer Art Fahrplan drin stehen, ja, an welchen Bahnsteigen zum Beispiel die Trittstufen ausgefahren werden und wo nicht. Denn es gibt so manche Bahnsteige, wo dann eben die Trittstufen hier zum Beispiel an den Bahnsteig dran drücken. Das ist dann eigentlich auch so kalibriert, dass die Trittstufen ja kurz die Bahnsteigkante berühren und dann, ich glaube, 2,5 cm oder 5 cm sich wieder zurückziehen. Sprich, dass dann Abstand geschaffen wird zwischen Bahnsteigkante und den Trittstufen. Es gibt auch das Problem, wenn der Bahnsteig zum Beispiel ja nahezu genau auf der Höhe dieser Trittstufen ist und die Trittstufe wirklich nur leicht drüber guckt, dass sie dann zum Beispiel auch aufliegen können. Und dann haben wir ein Problem, wenn die Trittstufen sich nicht wieder einfahren lassen, sprich, wir kriegen den Zug nicht wieder von dem Bahnsteig los. Na gut, haben schon eingefahren. Aber man sieht es ja hier. Also wenn der Bahnsteig niedriger ist als diese, ich glaube auf der anderen Seite ist es gerade besser zu sehen, ja, wenn der Bahnsteig niedriger ist als diese Trittstufen, dann kann es dazu kommen, wenn da meinetwegen 30 Personen plötzlich in diesen Triebwagen einsteigen oder eine sehr schwere Person, dass halt die Federung des Triebwagens mehr oder weniger ja, nach unten geht und dass dann eben die Trittstufe auf dem Boden aufsetzt. Da gab es schon bei so manch einem
Triebzug dann das Problem, dass die Fahrgäste zum Beispiel raus mussten, die Trittstufen eingefahren werden, Türen wieder auf, Fahrgäste wieder rein und es erst dann weiterging. Also solche lustigen Geschichten, die bekommt man dann auch bei der Bahn mit. Aber das machst du einmal und dann guckst du jedes Mal drauf. Darf ich hier wirklich an dem Bahnsteig jetzt die Trittstufen ausfahren? Oder wenn zum Beispiel Bahnsteige, die haben ja manchmal noch so einen, wie soll ich das jetzt erklären? Also es ist ja nicht immer eine Betonkante, die wirklich gerade ist und wo diese Trittstufe einfach dran drücken kann und dann ja der elektronische Mechanismus sagt, okay, hier ist jetzt ein Widerstand, wir ziehen uns wieder zurück. Das kann ja auch sein, dass das nach innen abfallend ist. Sprich, dass diese Trittstufe unter die Bahnsteigkante drunter greift und beispielsweise die Personen steigen aus, der Triebwagen kommt in seiner Federung wieder nach oben und liegt dann an der Bahnsteigunterkante an und kann dann auch seine Trittstufen nicht wieder einfahren. Das kann zum Beispiel auch als Problem gehen. Oder die Unterkante dieses Bahnsteigs ist angeschrägt und die Trittstufen ja, werden unglücklicherweise in eine Richtung gedrückt und dadurch verbogen. Wobei, so viel Kraft sollte dann da eigentlich nicht einwirken. Da sollte auch der elektronische Schutzmechanismus einsetzen und die dann von alleine wieder einziehen. Aber so viel Verlass ist da auch nicht immer auf die Technik. Ganz gleich, ob das die neuen oder die alten RS1-Triebwagen sind. Da gibt's auch in der RS1-Serie Unterschiede. Zum Beispiel haben die alten überhaupt keine Klimaanlage. Das müsste jetzt hier zum Beispiel... Ja, hier unten, das ist glaube ich nur eine Lüftung. Also so wirklich Klimaanlage hat man bei denen nicht. Muss man ganz ehrlich sagen. Hier oben sind zwar die Löcher drin, wobei der könnte eine haben. Der könnte eine haben. Ich weiß nur, dass es bei der Erfurter Bahn so ist, dass die mit den älteren Triebwagen, dass die da keine Klimaanlage für den Führerstand drin haben. Oder eine sehr schlechte. Aber eigentlich haben sie laut Lokführerauskunft keine Klimaanlage im Führerstand drin. Das ist nur bei den neuen. Das ist dann die VT 300 irgendwas Serie. Die haben dann da entsprechend aufsteigende Nummern bekommen. Eine Lüftung haben sie alle. Das stimmt. Eine Lüftung haben sie wirklich alle. So, und wir dürfen dann runterbremsen auf 20. PZB wachsam. Der Sicherheit halber zweimal. Hier vorne wird dann auch sicherlich ein 500 Hertz Gleismagnet kommen, der die Bremskurve bei 65 einleitet. Wir fahren aber relativ straff drauf zu und bremsen jetzt rein. Ah, war ein bisschen sehr stark wieder. So, hier an der Stelle auch noch nicht übertreiben. Anfang der Langsamfahrstelle ist dann hier. So. Ja, die Einfahrt jetzt. Das nächste Station ist Traben-Trarbach. Endpunkt. Wir bitten Sie alle auszusteigen. Wir danken Ihnen fürs Reisen mit den DB Regio. Auf Wiedersehen. Ja, die Einfahrt in Traben-Trarbach gestaltet sich ziemlich langsam. Mit 20 km pro Stunde. Und damit uns die Kollegen hier vorne auch sehen und wir den nicht breit fahren, dürfen wir auch nochmal schön die Hupe bedienen, respektive das Makrofon. Nicht einsteigen steht dran. Auch hier wieder die Kombination 928er und 628er. Vielleicht fahren die ja noch aus. Wir werden es sehen. Ja, und dann halten wir hier mal an. Wir brauchen auch heute nicht bis ans Bahnsteigende vorfahren. Wir haben weder die Möglichkeit, mit dem RS1-Triebwagen hier auf diesem kurzen Stückchen zu wenden, noch interessiert es die Fahrgäste, in welchem Bahnsteigabschnitt wir hier anhalten. Die sind froh, wenn sie hier aus dem Zug aussteigen können und relativ schnell wieder einsteigen können. Denn ja, bei so stark Regen ist es auch für die unangenehm, draußen zu stehen. Und in Traben-Trarbach haben wir eine wirklich kleine Wartehalle. Wobei, für Traben-Trarbach ist das eigentlich schon wieder ziemlich groß. So eine kleine Ortschaft hier.
Am Rande der Mosel. So, wir dürfen dann mal schleunigst aufstehen. Federspeicher machen wir mal fest. Bremsstellung. Gehen wir hier mal auf die Null. Dann schwingen wir unser Pöpöchen von der einen Seite des Führerstands in die andere. So, klatsch, schmeißen die Tür noch zu, damit da keiner einsteigt. Schlüssel haben wir dabei. Türe auf. Mir fällt auch gerade auf, wir haben hier gar kein Schloss an der Tür. Aber das spielt auch gar keine Rolle. Zack, setzen wir wieder rein auf den Sessel drauf. Die Federspeicherbremse bleibt mal. Nee, die lösen wir. Macht auch keinen Unterschied, ob wir lösen nach oben oder unten. Fahrtrichtung sind das auch vorgewählt. So, wurde das Licht schon umgestellt? Nein. Das müssen wir manuell umkonfigurieren. Nein, doch nicht. So, ist auch umgestellt. Und dann sind wir an der Stelle auch wieder abfahrtbereit. Ja, die Trittstufen brauchen wir jetzt hier wirklich nicht ausfahren. Ich sehe jetzt hier keine älteren Personen, die das nötig haben. Und der Abstand, ja gut, ist eigentlich ziemlich groß. Wir machen es mal. So. Wobei ich auch der Meinung bin, dass das nützt gar nicht mal so viel an der Stelle. Gut für Kinder. Da ist es schon so, da lohnt sich das auf jeden Fall, ältere Personen. Aber da kann man ja auch immer als Lokführer dann individuell entscheiden, hole ich jetzt die Trittstufen raus oder nicht, lasse ich es lieber bleiben. Und wie gesagt, im Fahrplan oder in der Bahnhofsaufzeichnung, da steht das hier sowieso nochmal drin. Da können die Lokführer eh nochmal nachgucken. Ich meine, hier in Tram-Drabach, da kann eigentlich nichts passieren. Also da kann weder die Trittstufe am Bahnsteig aufsetzen, noch irgendwie drunter greifen. Dafür ist er einfach zu weit weg. So, wir wollen uns nochmal das Fahrzeug hier schön anschauen. Auf der Seite 1 beim Triebwagen. Das sieht man immer daran, wo die Magnetschienenbremse sitzt. In dem Fall hier. Das ist halt... Was? Wieso fährt unser Triebzug von allein los? Das war aber so nicht gestaltet. Gut, die Türen sind jetzt von alleine zugegangen, klar. Das ist im Simulator so. Ja, die Magnetschienenbremsen sitzen immer auf der Seite 1. Und auf der Seite 2 sind dann eben, ja, keine Magnetschienenbremsen. Der RS1-Triebwagen hat die nur auf einer Seite. Willkommen an Bord diesen Regionalverkehrszug nach Bulai. Planmäßige Ankunftszeit in Bulai ist 21:06 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Zu sagen ist auch nochmal, bevor sich da irgendjemand in den Kommentaren beschwert, der Szenarioersteller kommt nicht aus Deutschland, soweit ich weiß, aus den Niederlanden. Also hier sei an der Stelle auf das, ich behaupte mal, gebrochene Deutsch ja, Rücksicht zu nehmen. So, Gleissperrsignal ist auch auf Freifahrt eingestellt. Das BÜ-Signal blinkt schön zuverlässig. Das ist übrigens auch so, die BÜ-Signale, die blinken auch dann, wenn der Bahnübergang nicht unbedingt geschlossen ist oder auch die Lichtzeichenanlage am Bahnübergang nicht unbedingt aktiv ist. Das Blinken an diesem BÜ-Signal ist wirklich nur dazu da, um dem Triebfahrzeugführer zu signalisieren, okay, der BÜ hat zwar das Fahrzeug registriert, dass da irgendwas angefahren kommt, aber es ist längst nicht die Bestätigung dafür, dass sich A, kein Fahrzeug mehr auf dem Bahnübergang befindet, B, ist es auch keine Bestätigung dafür, dass die Schranken zu sind, und C, ist es auch keine Bestätigung dafür, dass das Licht wirklich leuchtet außen und alles funktionsfähig ist. Es ist auch bei diesen BÜ-Signalen, wenn sie blinken, mit größter Achtung an diesen oder an jeden Bahnsteig eigentlich, Bahnübergang, ranzufahren, weil es ist keine Bestätigung dafür, dass alles in Ordnung ist. Ich habe das selbst schon erlebt,
wenn du da im Führerstand sitzt, egal wie groß der Abstand nach vorn ist, angenommen ein Kilometer, und du siehst wieder wirklich erst dann die Schranken zu gehen, obwohl du schon längst an dem BÜ-Signal vorbeigefahren bist. Es gibt auch krasse Situationen, habe ich schon dreimal erlebt, dass du auf einen Bahnübergang zufährst und der erst wirklich so gefühlt 250, 300 Meter vor dir wirklich dann tatsächlich die Schranken geschlossen hat. Da kriegst du dann wirklich im Führerstand erstmal ja, so einen Schluckreiz. Ja, da bekommst du erstmal so einen Hauch Angst auf jeden Fall bei der Fahrt mit. Das ist nicht zu unterschätzen. Und das wünsche ich auch wirklich keinem Triebfahrzeugführer, der in irgendeiner Art und Weise auf egal welchem Fahrzeug unterwegs ist. Also ich wünsche es keinem. Ich meine, ich habe das Glück, ich habe sowas in meinem Leben nur 3 oder 4 Mal gesehen. Also auch live aus dem Führerstand, aber nee, nochmal brauche ich das nicht. Das ist wirklich nicht schön. Geschweige denn, dass es auch aus meiner Sicht einfach ein riesiges Sicherheitsrisiko ist, wenn man die Bahnübergänge wirklich so spät zugehen lässt. Und wenn das in der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung oder wo das jetzt auch niedergeschrieben ist, drin steht, die müssen halt erst ja, in dem Zeitintervall zugehen, bei der und der Geschwindigkeit, ja, dann ist das leider so. Man hat es ja eigentlich eingeführt, um den Straßenverkehr nicht allzu lange zu behindern. Aber ganz ehrlich, ob die Schranken jetzt, bevor der Zug kommt, 10 Sekunden geschlossen sind, oder meinetwegen 20, wobei 10 ist noch eine schöne hohe Grenze eigentlich. Aber angenommen, ja gut, nee, wir nehmen einfach mal 10 jetzt fürs Beispiel oder 20 oder 30 Sekunden. Ganz ehrlich, das macht es jetzt nun wirklich auch nicht mehr wett. Und meinetwegen, wenn die Schranken dann halt 10 Sekunden eher aufgehen, gut, die Autos fahren los, fahren zur nächsten Ampel und da ist dann sowieso wieder rot. Da hast du die 10 Sekunden auch nicht eingespart. Das bringt's nicht. Wirklich, also das ist nicht von Nutzen. Weder für die Autofahrer, noch für die Triebfahrzeugführer, die einen riesigen Schreck eingejagt bekommen. Es ist einfach nur unangenehm und ein Sicherheitsrisiko. So, nächster Bahnsteig. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Diesmal halt an Gleis 1. Seine Freude, das Makrofon zu bedienen. Oder die Pfeife. Das ist immer so eine Sache, was kann man da wirklich sagen? Eine Pfeife ist es ja in dem Sinne auch nicht. Es ist so eine Art Makrofon eigentlich, ne? So, Türen mit Schiebetritt an der Stelle wieder. Und ich empfehle es auch nicht für den Simulator, diejenigen, die so einen RS1 mal in echt ja, im Führerstand erlebt haben. Legt den Kombihebel nicht unbedingt in die Nullstellung. Wir haben es gerade eben schon gesehen beim Bahnhof in Traben-Trarbach. Im Simulator ist es halt so, die Türen schließen von alleine und ja, der Zug rollt dann einfach weg und löst die Bremsen. So, hier, jetzt als Beispiel. Gut. Ich habe jetzt die erste Beschleunigungsstufe schon reingedrückt. Ah, der fährt dann von alleine los im Simulator hier. In echt macht das nicht. Da musst du manuell erst die Türen verriegeln. Beziehungsweise halt sagen, okay, Leistung aufschalten. Ob es einen Nullstellungszwang gibt, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. In echt. Aber ich glaube. Ja, da müsste es einen Nullstellungszwang geben. Auch merke ich hier im Simulator, der RS1, der hat wirklich ziemlich viel Power. Also in echt hast du da wirklich deine, naja, ich schätze mal so
500 Pferdestärken Maximum. Mehr wird es nicht sein bei dem RS1. Aber die bringen dich nicht so schnell auf die 60, wie das jetzt hier im Simulator der Fall ist. Der hat auch in echt nicht so eine Kraft. Muss auch dazu gesagt werden. Weshalb es dann auch in echt ziemlich schwierig wird, mit dem RS1 auf irgendeine Art und Weise Radschlupf zu erzeugen. Das ist eigentlich fast gar nicht möglich. Wenn es jetzt so ist wie bei uns, in Realität, schmierige Schiene, es regnet, wir haben einen schönen, breit gefächerten Schmierfilm auf der Schiene, dann mag das an einigen Stellen mal möglich sein. Aber sonst ist es eigentlich wirklich nicht möglich, mit diesem Triebfahrzeug in irgendeiner Art und Weise Radschlupf zu erzeugen. Gut, klar, im Winter, wenn die Schienen wirklich vereist sind oder Schnee drauf liegt, dann ist es noch möglich. Ja, oder es halt regnet. Okay, der Bahnübergang ist voraussichtlich geschlossen. Ihr merkt schon, ich habe drauf geachtet. Voraussichtlich geschlossen. Was sagst du zum RS1? Gefällt dir die Baureihe 650, wie sie von der Deutschen Bahn verwendet wird, am meisten? Oder was ist dein Lieblingsanstrich bei den Fahrzeugen? Und was mich auch als nächstes noch interessieren würde, hast du selbst schon mit den RS1 in Natura Erfahrungen gemacht? Und wenn ja, inwiefern? Gut, schlecht oder ausgeglichen? Ich muss persönlich sagen, in letzter Zeit hat sich der RS1 irgendwo so ein bisschen auch breit gemacht in meinem Herz. Es macht einfach Spaß, mit dem Fahrzeug zu fahren. Sowohl im Simulator als auch in Realität. Ich finde, der Triebwagen ist ziemlich leise. Als Fahrgast hast du einen, ja, ich behaupte mal, eigentlich ganz guten Komfort. Gut, der Unterschied zwischen erster und zweiter Klasse erschließt sich mir in diesem Triebwagen immer noch nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Ich meine, klar, man kann natürlich 40, 50, 60 Euro mehr ausgeben, wenn man unbedingt in der ersten Klasse sitzen möchte. Deine Vorteile, ein anderer Sitzbezug in einer anderen Farbe und zwei halbe Glastrennwände, die aber weder durch eine Tür oder irgendetwas anderes vom Zweite-Klasse-Bereich abgegrenzt sind. Gut, zugegeben, du hast eine größere Wahrscheinlichkeit, einen Sitzplatz zu erhalten, weil in der Regel kaum einer auf den Nebenstrecken, wo der RS1 eben hauptsächlich anzutreffen ist, ein Erste-Klasse-Ticket bucht und ja, sich entsprechend in der ersten Klasse breit macht. Aber das ist halt Bahn, ne? Ist jetzt nicht mehr unbedingt bezogen auf die Deutsche Bahn, das trifft für einige andere Eisenbahnverkehrsunternehmen, die den RS1 im Einsatz haben, ebenfalls zu. Aber das ist schon ganz witzig. Auch gibt es Unterschiede bei den RS1-Triebwagen, was die Kupplungen angeht. So haben wir hier zum Beispiel den RS1 mit einem, ja, Kupplungshaken und, ja, einem Bügel, der dann eben eingehangen werden kann. Was mir persönlich mehr zusagt, sind ganz klar die RS1-Triebwagen in der Version mit Automatikkupplung, sprich Scharfenberg-Kupplungsadapter vorne dran oder ähnliches. Es erleichtert einfach auch das Fahren. Sprich, das Fahren nicht, das ist falsch ausgedrückt, aber den Zug zum Beispiel an einigen Bahnhöfen zu flügeln, sprich, wir fahren beispielsweise mit zwei Triebwagen vom Bahnhof XY zum Bahnhof Z. Im Bahnhof Z sollen die Triebwagen auseinandergekuppelt werden und der eine fährt weiter zum Bahnhof A und der andere zum Bahnhof B. Dann ist das Ganze mit einer Scharfenbergkupplung um ein wesentliches einfacher. So, da vorne kommt der Bahnsteig. Oh, da kommt auch gleich das erste Vorsignal. So, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Haltestelle, Reil. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
So, auch wieder schön langsam reingebremst. Die Drittstufen geben wir auch frei. Und dann stehen wir hier in Reil. Okay, die Weiterfahrt besagt Höchstgeschwindigkeit in dem Fall auf 40 km pro Stunde ermäßigen. So steht es bei uns im Fahrplan drin. Und bei dem Signalbegriff ist davon auch erst einmal auszugehen. Insofern eben nichts anderes im Fahrplan verzeichnet ist. Für uns geht es dann in Richtung Bulai. So, das war nochmal die Spiegel, das Klatschen. Das ist in echt auch wirklich um einiges lauter. So, 85 blinkt. Ermäßigen wir gleich wieder die Geschwindigkeit auf 40. Aber bis zum Hauptsignal ist es wirklich noch ein ganzes Stückchen. Deswegen nutze ich das Ganze hier schön aus. Wir wollen ja wenigstens mal versuchen, den Fahrplan einzuhalten. Und mit dem RS1 ist das wirklich wunderbar machbar. Gerade auf so einer Strecke hier wie Traben-Drabach-Bulai. Ich weiß, heute bin ich stellenweise ein bisschen zu langsam gefahren auch, aber ganz ehrlich, da gab es schon schlimmere Tage. Wenn ich als meine persönliche Schleichfahrt unterwegs gewesen bin, da kannst du dich sicherlich noch dran erinnern. So, ich weiß auch, wir sind ein bisschen über den 40. Das hast du in echt auch. Also die Triebfahrzeugführer fahren dann auch einen ganz kleinen Ticken. Manchmal über der Geschwindigkeit, die zugelassen ist. Also bei 1 km/h macht das jetzt wirklich noch nichts Sicherheitsbedenkliches aus. Aber um dann ganz klein wenig Fahrzeit reinzuholen, ja, nimmt man da gerade die Bremskurven dann doch manchmal ziemlich hart. Und auch die Geschwindigkeiten. Ja, man gibt manchmal ein paar km/h dazu. Das ist aber auch ganz abhängig davon, was du für einen Lokführer vorne drin sitzen hast. Der eine sagt, das juckt mich nicht im geringsten. Der andere sagt, okay, gut, dann geben wir hier mal ein paar km/h dazu. Das ist unterschiedlich. So, 80. Und dann kommt Bulai in 0,4 Kilometern. Also im Simulator hat das Ding wirklich unglaublich viel Power. So, wir sind ganz wachsam. Und bestätigen den 1000 Hertz Gleismagnet. Und wir betrachten auch nochmal die wunderschöne Galerie hier. Eine herrliche Arkadenbrücke. Da ist es ehrlich gesagt egal, bei welchem Wetter wir hier langfahren. Das sieht eigentlich fast immer unglaublich herrlich aus. So, die Bremskurve wird eingehalten. Wie gesagt, ihr läuft jetzt im Hintergrund. Theoretisch von 160 runter auf 85, wobei der Triebwagen RS1 nur 120 fahren kann. Und dann ab dem Hauptsignal sollten wir die 40 drauf haben. Wie schon vorhin erwähnt, ich gehe heute ein bisschen steiler drauf zu. Dann haben wir hier auch verkürzten Bremsweg. Zum nächsten Hauptsignal. Sehen wir an dem weißen Leuchtmelder oben dran. 1000 Hertz wieder aktiv. Verehrte Fahrgäste, das nächste Station ist Bulai. Endpunkt. Wir bitten Sie alle auszusteigen. Wir danken Ihnen fürs Reisen mit den DB Region. Auf Wiedersehen. Ja,
Die nächste Station ist Bulai. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und auch ich bedanke mich dafür, dass du mit mir heute die Runde gedreht hast. Und würde mich sehr darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst, dem Video ein Däumchen nach oben spendierst und einfach mal ganz kurz deine Meinung unten in den Kommentaren preisgibst. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, mit dir kurz zu interagieren. Und freue mich schon, dich in Zukunft öfters auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne bedanke ich mich noch einmal für deine Aufmerksamkeit, insofern du aufmerksam warst, ansonsten nicht. Und wünsche dir weiterhin viel Spaß und Vergnügen im Train Simulator, als auch bei den Videos hier auf dem Kanal. Es gibt von nahezu allen deutschen Strecken im Train Simulator hier ein Video. Wenn du dich für irgendwas aus deiner Region interessierst, einfach mal durch die Playlist durchstöbern. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Däumchen nicht vergessen, vielleicht das Abonnieren auch noch. Und ja, das Glöckchen daneben andrücken. Ich würde mich darüber freuen. Und jetzt aber auch wirklich endgültig. Tschüss und bis zum nächsten Mal.